4 müsste das jetzt sein. Wobei, ich muss mal so sagen, im Internet steht ja wirklich viel Blödsinn, das wissen wir alle. Ich habe aber jetzt auch gelesen, dass es einige Tage gibt, an denen soll es angeblich häufiger auftreten. Ob das korrekt ist, weiß ich jetzt nicht, aber die Tage sollen alle so um den 20. rum sein, ne? So 18 bis 22 oder sowas in die Richtung. Kann das vielleicht einer auch bestätigen oder auch nicht? Schreibt es doch in die Kommentare. Würde ich mich freuen. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und ich muss jetzt auch mal ehrlich sagen, es freut mich sehr, dass ihr in letzter Zeit so viel kommentiert. Also die Kommentare unter meinen Let's Plays. Ja, jetzt speziell unter den Let's Plays, nicht unter den Dokus. Weil die Kommentare unter den Dokus, die sind sowieso, die gibt es sowieso schon relativ lange. Aber die Kommentare unter den Let's Plays, die kommen langsam in Fahrt, muss ich schon sagen. Also immer mal wieder kommen Kommentare unter meinen Let's Plays. Und das finde ich sehr schön. Zum Beispiel unter Farquay, unter Dead Space, unter Digimon World und auch unter AOM. Also es freut mich wirklich sehr, dass ihr jetzt richtig anfängt mit mir zu schreiben. Ah, ich renne ihm genau in die Hände natürlich. Komm, ruhig Blut, machen wir mal langsam, okay? Die Intelligenz ist schon eins gestiegen, jawohl. Und Digimon wird klüger. Und Monster Emon hat wieder Hunger. Irgendwie frisst es zu viel, oder? Okay. Nicht wirklich. Also hätte er jetzt 3 Fleischstücke gewollt, hätte ich eigentlich gedacht, okay, es frisst zu viel, aber da er heute nur mit einem Stück Fleisch zu verlieren war, ist das okay für mich. Ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht sicher, ob, wenn Pixel da ist, diese anderen Digimon da sind. Also dieses, Digipilz vergessen. Egal. Also ob dieses, dieser Fellball da, ob der, da ist, wenn Pixel da ist, das weiß ich halt auch nicht. Aber denke mal nicht. Es ist ja so, dass es bei Mamemon ist so, bei Metall Mamemon ist so, wenn es da ist, dann ist wirklich so, dass die anderen Digimon ja nicht da sind. Ich weiß nicht, ob es beim Pixelmon genauso ist, weil ich habe es noch nie überprüft, aber ich denke mal nicht. Also ich denke mal, also ich denke schon, dass die Digimon dann weg sind. Ne? So, also machen wir es noch 3-mal. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nur, also ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, dass es nur
Morgens oder abends da ist, also in dem lila Bereich oder in dem roten Bereich. Nagelt mich aber bitte nicht drauf fest, okay? Moment, das ist doch ein MP-Automat, oder? Aber meiner Meinung nach ein bisschen zu teuer. Vielleicht finden wir ja noch mal eine Banane. Wäre schön. Und ach, wie oft ich einfach die Pilze liegen lasse, ey, Mann. Okay, den einen Digipilz sieht man ja ehrlich gesagt nicht, wenn die Uhr da ist, ne? Aber den anderen Digipilz, den sieht man halt sofort. So, wir machen es jetzt noch ein paar Mal, also zwei, drei Mal oder so, bis die Uhr dann halt noch eine volle Stunde hat. Weil ich glaube wirklich, tagsüber kommt das nicht. Ah. Seht ihr, was ich meine? Da war jetzt gerade ein Digipilz. In der oberen Ecke. Komplett von der Uhr bedeckt. Und der letzte Versuch kommt jetzt. Weil die Zeit ist ja jetzt wieder um. Aber kein Pixie, Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Mann. Das mit Pixelmon kotzt mich echt an. Wobei ich habe im Internet wirklich einiges gelesen, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, was davon war. Einige Leute sagen, ja, um das Datum um den 20. rum ist die Wahrscheinlichkeit häufiger, dass Pixel auftritt. Andere sagen, das stimmt nicht. Andere sagen dann, Pixelmon taucht nur einmal im Jahr auf. Und dann sagen wieder andere, dass es nicht stimmt und dann sagen andere, ja, Piximon taucht nur morgens auf oder taucht nur abends auf. Und dann sagen wieder andere, dass das auch nicht stimmt. Und also man kann da nie genau sagen, wann Piximon genau auftaucht und wann nicht. Aber wir gehen jetzt ins Eisrefugium. Das wollte ich ja schon lange machen. Und jetzt machen wir es auch. Jetzt ziehen wir es durch. Ich hoffe nur, dass das Eisrefugium mal funktioniert. Also ich weiß es nicht, ob es vor dem Berg der Unendlichkeit auch geht, aber im Eisrefugium, genauso wie in der Schattenvilla und in Orgrimmons Versteck, gibt es Zugänge zur, wie heißt es, zur Unendlichkeitsdimension oder sowas, an die Ahnung. Auf jeden Fall in so einer komischen Dimension, ne? Ach, jetzt weiß ich wieder. Tiefendimension heißt es. So, stimmt. Gibt es Zugänge zur Tiefendimension? Und ich weiß nicht, ob das auch, ob die Tiefendimension jetzt schon offen ist. Bevor man den Berg schon gemacht hat, oder kommen die erst nachdem man den Berg gemacht hat? Ich weiß es nicht. Ich sag's mal so, ich war nur einmal in der tiefen Dimension. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was es in der tiefen Dimension gibt.
Minus Eis Refugium. Ich muss aber auch sagen, ich habe keine Ahnung, was man im Eis Refugium eigentlich genau machen muss. Wow, lebt das etwa? Es bewegt sich, sobald wir uns bewegen. Gut verstanden. Hallo? Hallo, ich möchte da rein. Hallo? Ja, genau. Was gibt's, Ares? Hast du was entdeckt? Junge, das ist toll, Ares. Eisboden. Geiler Name. Ja, das ist ein anderer Gegner, ja? So wie die Flaschen im Heimatwald, hä? Ich muss schon sagen, es freut mich immer, wenn Digimon sich ab und zu mal gegenseitig angreifen, weil ich sag mal so, eins dieser Eismon hatte ja die besondere Begabung, seinen Kollegen anzugreifen. Ne? Und so, das finde ich immer ganz klasse. Sowas finde ich natürlich immer scheiße. Ruhig Blut kommen, ganz langsam. Aber noch einfach nochmal den Finisher, passt schon. Wobei, was ich im Eisrefugium. Eine mittlere MP, das ist geil. Was ich jetzt im Eisrefugium aber auch geil finde, ist, dass man hier wieder dick absahnen kann. Ne? Also